Ja, ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Infovideo hier auf meinem Kanal. Ich bin der Dennis Spitters. Heute geht es um die heute erschienene Roadmap für den Juli 2024 von Train Sim World 4. Und natürlich schauen wir da ganz gespannt auf eine besondere Sache, und zwar auf die Veröffentlichung des Partner-Releases der Expert BR101 von TSG zusammen mit dem IC1 Steuerwagen. Der soll ja in den nächsten, ihr seht hier links die Spalte 0 bis, also in den nächsten 0 bis 3 Monaten erscheinen. Wann jetzt genau, dazu gibt es noch keine verlässlichen Informationen, wann der jetzt genau erscheinen soll, aber innerhalb des Zeitraums hier soll sich das Ganze abspielen. Des Weiteren soll es ein Update für den Formation Designer geben. Also ihr wisst ja, diesen Zugverband, Formation Designer, wo man ja zum Beispiel seine eigenen Zugverbände ja, erstellen kann. Und dafür soll es dann auch ein Kernupdate geben, also ein Core. Zum Beispiel, oder da soll es dann auch die Creators Club-Funktionalität soll da verbessert werden. Außerdem soll die ScotRail Class 380 veröffentlicht werden. Und zwar das Ganze ja am 11. Juli. Also gar nicht mehr so lange. Und ja, wie gesagt, dann haben wir hier noch als Partner-Release die ScotRail Class 150 Lokomotive von Skyhook Games. Und wie gesagt, die Expert BR101 von TSG. Die haben ja bereits schon die BR218 rausgebracht, beziehungsweise veröffentlicht und entwickelt. Und ja, der gleiche Entwickler bringt auch die Expert BR101 zusammen mit dem IC1 Steuerwagen raus. Des Weiteren soll es noch eine Suspension Improvements geben als Patch. In den nächsten 4 bis 6 Monaten soll es an Add-ons geben, die San Bernardino Line, Los Angeles San Bernardino. Als weiteres soll es die UK-Route geben, UK Loco, also eine britische Route und eine britische Lokomotive und eine deutsche Lok soll es in den nächsten 4 bis 6 Monaten geben und auch eine deutsche Strecke. Da bin ich schon sehr gespannt drauf, was das sein wird. Des Weiteren gibt es natürlich die Dovetail Direct Summer 2024. 6 neue Pieces of Content to be revolved, zum Beispiel eine britische Strecke von Just Trains. New Content to be announced, also da ist noch nichts weiteres zu bekannt. Und hier die unbekannten Release-Daten, da soll es einmal eine wahrscheinlich, so wie ich das an, eine japanische Strecke geben, Tadami Line. Dann soll es eine Route Alan Thompson Simulation geben, was auch immer das sein mag. Ich weiß es im Moment nicht. Des Weiteren soll es dann ein Köln-Aachen Timetable-Update geben. Also wahrscheinlich an dieses Jahr angepasst, mit KI-Verkehr und so weiter. Dann soll es eine neue Lok geben von den Kollegen von SimTrack Studios, und zwar die BR Class 104 und Peak Forest Expansion Pack. Dann soll es noch geben die Five Circle Line 11 Branch Update von Rivet Games. Der PC oder die PC oder der PC Editor Improvements soll es wahrscheinlich auch noch ein Update geben. Dann soll es von High Iron Simulations Santa Fe Gameplay Pack geben, also alles im Bereich des unbekannten Release. Und dann soll es noch eine deutsche Lok geben von den Kollegen SimTrack Studios. Wie gesagt, das alles in der Spalte unbekannt. So viel zu der allgemeinen Roadmap für diesen Monat. Gucken wir uns noch ein paar Bilder an, würde ich sagen. Genau, BR280 Release, 218 Release last month, das wissen wir ja alle, da brauchen wir glaube ich nicht mehr viel zu sagen. Expert BR101 bei TSG, neue Screenshots und Fragen wurden beantwortet, das ist natürlich sehr schön, da gucken wir uns gleich an. Ihr seht hier auch nochmal die BR Class 380 und Catch Cards Circle Remaster, arriving Juli 11, also praktisch übermorgen. So, also den 11. Juli ist der Donnerstag 2024. Des Weiteren soll es eine neue UK-Route developed by Just Trains, neue Teaser und Details geben.
In the Depot Projects, das sind wahrscheinlich neue, ja, werden neue erscheinende Add-ons entwickelt. Dann werden noch hier im Summer Core Update Deutschland, also deutsche und britische Strecken werden gefixt. Da gibt es neue Updates zu. Suspension Improvements kommt Ende Juli, also können wir uns auch auf was freuen. Inside Development, also innere Entwicklung bzw. ja, Entwicklung der Lampoil-Prozess und der Steam Summer Sale, also jetzt kriegt ihr alles verbilligt bzw. vergünstigt. Das endet das Ganze am 11. Juli um 17 Uhr, also praktisch auch übermorgen, wenn es die neue Lok gibt bzw. den neuen Triebwagen BR Class 380. Also um 11 Uhr, am 11. Juli 17 Uhr endet der Summer Sale Final Call. Nur mal für alle die sich vielleicht noch günstig was zulegen wollen an DLCs. And just to cover the changes from the previous graphic, edit UK Logo, Loco to for. Ah ja, das wurde wahrscheinlich alles verschoben. Genau. Ja, die hat ja die 218 ist längst released, genau. Ja, das brauchen wir jetzt nicht durchlesen. So. Das Video könnt ihr euch selber anlaufen lassen. Ich weiß nicht, wie das ist mit dem Urheberrecht, deswegen lasse ich das. Noch wichtig zu wissen: to the Dufte Direct, there will not be an TSW August Roadmap. Also nächsten Monat wird es keine Roadmap geben. Nur mal, dass ihr da auch schon Bescheid wisst. Also die nächste Roadmap wird es dann wahrscheinlich erst wieder im September geben. Also im August wird es keine geben. So, hier seht ihr die ScotRail BR Class 380 und die CatCard Circle Line Remaster. So wird er aussehen. Das wird jetzt, wie gesagt, in 2 Tagen oder 2 Tagen veröffentlicht. Wahrscheinlich wieder so zwischen 17 und 18 Uhr. Ihr kennt das. Genau. Dann haben wir einen neuen Fahrplan für die englische Strecke. Für die Class 380. If you're playing on Steam and have yet to play CatchGuard Circle Line, you can get this route at on 50%. Also für 50% könnt ihr das noch bis zum 11. Juli 17 Uhr bekommen. Also das ist schon echt eine Menge, 50% finde ich. Also wie gesagt, die Strecke, wenn ihr die haben wollt, für die BR Class 180, die CatGuard Circle Line, könnt ihr bis zum 11. August 17 Uhr, 11. August sei schon, 11. Juli 17 Uhr für 50% Rabatt bekommen. So, das ist noch die ist noch Work in Progress. Das wird wahrscheinlich dann die nächste sein, die veröffentlicht wird an Triebwagen für die UK-Strecken. Seht ihr auch noch was von dem Triebwagen? Das ist alles noch Work in Progress. So, jetzt kommen wir zu dem eigentlichen, was uns wirklich oder was die meisten, glaube ich, interessiert. Expert DB BR 101 developed by TSG. Take on the ultimate challenge and step into a new level of simulation with an unparalleled in depth. Ja, ihr könnt das selber lesen. Was soll ich euch jetzt hier Englisch vorlesen? Also wie gesagt, BR 101 Expert Version zusammen mit dem IC1 Steuerwagen. Ja, hier sind hier schon mal neue Bilder. Also so sieht das Ganze dann von innen aus, der Führerstand. Also wirklich so, wie man halt den IC1 Steuerwagen auch kennt, vom TSC zum Beispiel. Hier die PCB und so weiter. Hier der Leistungshebel, Bremse. Hier der Bremsschlüssel. Bremsen da auch, beziehungsweise die Lokbremse und beziehungsweise ja, Zugbremse, Lokbremse, dann hier die Wagenbremse. Also das sieht wirklich so aus wie im wirklich in einem echten IC1 Steuerwagen. Das haben sie wirklich sehr gut hinbekommen, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann geht es hier halt raus zu den Passagierwagen, beziehungsweise Passagier
Wagen. Wie glaube ich schon gesagt. So, dann haben wir noch einen weiteren Screenshot. Das ist der, ich hätte fast gesagt Maschinenraum, der ist es natürlich nicht, aber halt. Ja, der Bereich, wo halt alles eingestellt wird, die ganze Technik und so weiter, Batterien hat man nicht gesehen. Hier kann man wahrscheinlich auch noch was einstellen an den Knöpfen, an den Schaltern hier, an den Hebeln. Gehe ich mal von aus, dass man hier auch noch was einstellen kann. Würde mich jetzt nicht wundern, weil das soll ja so komplett real sein mit Bremshundertstel, dann hat man nicht gesehen. Das wird wahrscheinlich dann hier auch noch nicht alle, aber Entschuldigung, dass hier einige Knöpfe bedienbar sind. Also würde mich nicht wundern. Das also der Bereich. So, dann haben wir hier einen Bereich vom Führerstand selber, von einem Display, Bildschirm, elektronischer Buchfahrplan, Enable Fault Simulation, Disable Fault Simulation und so weiter und so weiter. Reset all random faults, also alle zufälligen Fehler zurücksetzen. So frei übersetze ich das jetzt mal. Fault Sim Status enabled und ach, das wird hier der hier der Befehl 40. Und hier die PZB, das ist der LZB. Hier die PZB 70 und 85, 500 Hertz Magnet, 1000 Hertz Magnet. Also, das ist wirklich so wie im echten IC1 Steuerwagen. Hier der Bremsschlüssel habe ich ja vorhin schon angesprochen. Hier die Bremshebel, hier auch. Und wirklich richtig schön. Also, da freue ich mich sehr drauf. Das ist wahrscheinlich so eine Art ja, Zusatzmotor. Ich hätte es fast gesagt. Für die Klimaanlage oder für ihn was, ich weiß es nicht genau. Wenn ihr das wisst, was das genau ist, dann schreibt es bitte in die Kommentare, wozu das da ist, wenn ihr euch da auskennt. Ich kenne mich da leider nicht mit aus. Also William Green, known for developing the Vectron for DTG, is hard at work, finalizing setup. Also es ist sehr hart und sehr schwierig, das Ganze zu finalisieren, das ganze Setup. Der Rest des Teams arbeitet daran, alles korrekt zu machen und die Bugs und so weiter zu fixen und das Audio, den Audio oder das Audio oder wie nennt man das, den Audio, das Audio und den Gameplay zu finalisieren. Also die sind da ziemlich hart am Arbeiten und arbeiten an der ganzen Veröffentlichung, an der Entwicklung unermüdlich. Also da muss man denen wirklich den Hut vorziehen und denen auch Zeit geben. Weil das wirklich, ihr seht es hier, ihr könnt es ja hier selber lesen, wirklich harte Arbeit ist. Auch die Vectron zu entwickeln war harte Arbeit. Von daher sollte man den Jungs da echt ein bisschen Zeit geben. So, hier noch was von den britischen Freunden. Ein Stück Strecke, weiß jetzt nicht genau, wo das ist. Auf jeden Fall von Just Chains wird eine neue Strecke entwickelt und dann auch zeitnah finalisiert. Ja, das war's eigentlich so im Wesentlichen. Hier gibt es noch eine Suspension Physics von der BR185.2. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich die Videos abspielen darf wegen Urheberrecht, weil das ja von TSW eigene YouTube-Videos sind. Deswegen lasse ich das lieber. Das ist die volle Liste der Lokomotiven, die neue Features haben. Bis this Release ist die Class 801 Azuma, die Class 66, die FKA-Waggons, die Vorarlberg ÖBB also 4024, die Vorarlberg Hubbins, Kais und Leers, die Maintal BR624, die Maintal Eanus, Hablins und Roos, die Rosenheim BR185.2, die Rosenheim ÖBB 4024, die Rosenheim Hablins Doppelstock, von der Semmeringbahn die ÖBB 4024, die Hablins und U708, von der Flying Scotsman MK1 und MK2 Coaches, die Blackpool Branches Class 08, das gleiche die für die Class 47 und das gleiche dann wiederum auf der Strecke für die Class 142, die Class 380 und die Class 323 Trainingscenter Variant, also die Variante nur für den Trainingscenter.
PC-Editor. We have finished an initial piece of work on the PC-Editor. It's currently in the test and we'll get it out to you as soon as possible. Ja, die haben den PC-Editor für die Fixes und die Updates für den PC-Editor finalisiert und beendet und werden ihn so schnell wie möglich dann auch veröffentlichen. Das ist auch eine gute Nachricht. Ja, ich glaube, ihr seht hier nochmal den Summer Sale. Wie gesagt, bis zum 11. Juli, sprich übermorgen, Donnerstag, den 11. Juli 2024, ist das Ganze noch verfügbar bis 17 Uhr. Hier die Summer Sale, die vergünstigen. Ihr seht hier Transimworld 4 Deluxe Edition minus 80%. Also ist fast geschenkt, würde ich mal sagen. Leer Commuter, die gab es ja auch vor kurzem, ist minus 20% immerhin. Und für die Semmeringbahn immerhin schon 30%. Also wer da noch zuschlagen möchte, sich da vielleicht das eine oder andere noch gönnen möchte. Bis 11. Juli, sprich Donnerstag, 17 Uhr ist das Ganze noch im Summer Sale. So, hier habt ihr auch nochmal einen kleinen Überblick über die Rabatte, die es da gibt für die Birmingham Cross City Line minus 50%, Thames Link BR Class 700-0 70, minus 70%, Flying Scotsman auch 70% Rabatt und Spirit of Steam auch 70%. Und last but not least, St. Patchgrade minus 70%, EM Trax Axella minus 70%, Canadian National Oakville Division auch minus 60% immerhin und für die NEC Boston Providence auch minus 60%. Und der Roadmap Livestream, der läuft, glaube ich, im Moment. Von 18 Uhr bis 19 Uhr, also ich weiß nicht, ob ihr da noch reinschauen wollt oder nicht, aber wahrscheinlich lohnt sich das auch nicht mehr. Das war es auf jeden Fall mit der Roadmap für den Juli 2024. Wie gesagt, nächsten Monat wird es aller Voraussicht nach keine Roadmap geben, so wie es hier vorne auch stand in dem Text. Aber ich denke, das ist jetzt auch keine große Sache. Ego stand es hier, glaube ich, genau. Coming on August 22. Today we are announcing our next. Achso, das denn. Ja, das ist nämlich der Dafne Direct Summer 24. Der kommt am 20. August 2024 um 14 Uhr UTC. Also, sprich, das wird dann, glaube ich, eine Stunde später sein bei uns oder 2 Stunden später, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Das ist, glaube ich, wie gesagt. Ja, 2 Stunden später bei uns, also nicht um 14 Uhr, sondern bei uns in Deutschland wird es dann 16 Uhr sein. Da ist der Dafte Direct Summer 2024 am 20. um 16 Uhr deutscher Zeit. Und deswegen wird es keine Roadmap für den August 2024 für TSB4 geben. So habe ich das, glaube ich, jetzt verstanden. Irgendwo hier stand das doch. Genau, hier. Wegen dem Dafte Direct, der will not be an TSW August Roadmap. Also nächsten Monat wird es keine Roadmap geben für den TSW. Dafür gibt es dann den Dafte Direct Summer 2024 am 20. August, 16 Uhr deutscher Zeit. Gut, das war's dann soweit erstmal von der Roadmap für diesen Monat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich auf den IC1 Steuerwagen zusammen mit der niegelnagelneuen BR101. Ich auf jeden Fall. Die 101 ist sowieso meine Lieblingslok. Von daher bin ich da sehr, sehr gespannt drauf, was uns da so erwarten wird. Und auch hier bei den unbekannten Releases steht ja einiges an. Bin gespannt, was da wirklich von umgesetzt wird. Es wäre natürlich schön, wenn das wirklich zum Beispiel klappen würde mit dem Köln-Aachen Timetable-Update. Das wäre sehr schön. In den nächsten 4 bis 6 Monaten soll es ja eine deutsche Lok und eine deutsche Strecke geben. Da bin ich auch sehr drauf gespannt. Also es wird uns einiges erwarten in diesem Sommer. Warten wir ab, was davon wirklich umgesetzt wird. Ja, was ist eure Meinung zu der Roadmap? Werdet ihr euch die Expert BR101 von TSG besorgen, kaufen, wenn der Release bekannt ist? Oder freut ihr euch auf einen der anderen Entwicklungen bzw. Ankündigungen von Releases, von Add-ons, von DLCs? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall sehr freuen.
Das war es erstmal von mir, von der Roadmap für den Juli. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, schreibt gerne ein paar Kommentare drunter, lasst Feedback da, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Habt noch eine schöne Zeit, habt einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Euer der Dinge spielt das Wort rein. Ciao, Servus und Tschüss.